Servus und Moin, willkommen bei Ammerschläger P4. Heute will ich euch unsere neueste Entwicklung vorstellen, die Canbox. Beim Leistungsmessen ist es erstmal die größte Herausforderung, richtige Motordrehzahl zu erfassen. Bei älteren Motorrädern ist es eigentlich weniger Problem, da schließe ich einfach die Lightbox ans Zündkabel an und bekomme sofort die richtige Drehzahl angezeigt. Bei modernen Motorrädern wird es eigentlich schwieriger, weil da meistens die Zündspule direkt auf der Kerze sitzt und man dann erstmal schauen muss, wo man sein Drehzahlsignal herbekommt. Muss man oftmals halbe Motorrad zerlegen, um irgendwo an der CDI ein Kabel anzupinnen, um da vielleicht die Drehzahl zu bekommen. Dieses Problem haben wir mit der Canbox gelöst. Die Canbox steckt ihr nämlich einfach an die OBD-Buchse von eurem Motorrad und ihr bekommt die Drehzahl direkt über den Canbox angezeigt. Das Arbeiten mit der Canbox ist total einfach. Ich zeige es euch mit unserem Testmotorrad, der Kawasaki ZH2. Ihr sucht einfach den OBD-Port am Motorrad. Bei der Kawasaki ist er unter der Sitzbank verbaut. Steckt ein passendes Adapterkabel an und verbindet es einfach mit der Canbox. Wenn ihr jetzt die Zündung anmacht, seht ihr, wie hier der Scan läuft. Wenn er das Protokoll gefunden hat, geht die grüne LED an und er ist bereit, das Drehzahlsignal zu senden. Es hat jetzt keine 5 Sekunden gedauert. Als nächstes geben wir den Ganzen einfach noch ein bisschen Spannung und verbinden das mit der Redbox hier über das mitgelieferte Lichtleitfaserkabel. Jetzt schalte ich an, habe hier Power, ist ready und ich kann mein Drehzahlsignal an die Redbox schicken. Dazu haben wir in der Mission Control App hier den Status eingefügt für Drehzahlsignal vom Canbox. Ich wähle hier mein Fahrzeug aus, Canbox, drücke OK und kann mein Drehzahlsignal vom Motor direkt erfassen. Wie ihr seht, Drehzahl drin, hat keine 10 Sekunden gedauert. Okay, zusätzlich haben wir hier noch einen Test-Button eingefügt. Damit könnt ihr schauen, ob eure Verbindung von der Canbox zur Redbox steht. Wenn ihr da drauf drückt, dann wird ein Drehzahlsignal geschickt. Ihr seht es hier, 1800 Umdrehungen. Damit wisst ihr, eure Verbindung steht. Wie ihr jetzt gesehen habt, gibt es keine Möglichkeit, die Drehzahl schneller, einfacher und genauer zu erfassen als mit der Canbox. Dazu spart sie euch Zeit und vor allem Nerven und damit letztendlich auch jede Menge Geld. Wenn ihr Interesse habt, die Canbox zu erwerben, schaut auf unsere Homepage, schreibt uns eine Mail oder ruft einfach an.